Viele Bands haben ja vor ihren Auftritten ganz komische Rituale, die sie pflegen. Mhm. Ihr hattet mal auf der DVD diesen schönen Metal-Schrei gemacht. Ist das euer Ritual oder war das nur in dem Moment? Das ist unser Ritual. Das macht ihr vor jedem Auftritt? Mhm. Und wie kam es dazu? Oder? Das kam bestimmt von dir, vermute ich mal. Nee, das kam gar nicht von mir. Ich glaube, das kam von Propane. Okay. Ich glaube, die Jungs von, irgendwann hat Gary mir immer diesen Schrei vorgeführt und da daraus resultierte das. Und jetzt ist es unseres. Und der wird immer gemacht? Der wird immer vor jedem Konzert. Bühne dann. Ja, genau. Alles klar, okay. Das nennt sich Metal Cheers. Metal Cheers. Ja, letztes Mal auf Tour hattest du ja öfters Streicher dabei. Könntest du jetzt vorstellen, die Kölner mitzunehmen als Bläser live? Weil ich habe vor 3 Wochen, ich weiß nicht, ob du La Brass Banda kennst, das ist eine bayerische Volksmusik-Ska-Kapelle, ziemlich geile Dance-Musik. Ja, die machen mit Tuba, Trompete und Posaune ordentlich Stimmung. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so gut rocken könnte live. Okay. Und willst du auch mit deinen Blick vielleicht? Also ja, ich glaube, das wird sich nicht realisieren lassen. Also ich könnte mir vorstellen, auf den größeren Shows, auf den größeren Bühnen irgendwie Bläser zu präsentieren. Wobei man da jetzt einfach auch mal schauen muss, das Ganze muss ja auch geprobt werden und sowas. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir da haben werden und wie schnell sowas gehen kann. Ja? Also ich stelle es mir schon sehr schön vor und wäre ein Traum. Ja? Ja. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ne? Auch weiß nicht, ob diese Balance da zu den Stücken, wo dann Streicher hätten, da müsste ich konsequenterweise auch Streicher mitnehmen. Ne? Und dann weiß nicht, ob das dann irgendwie dann tatsächlich, ob wir uns das leisten können, ne? Bei den Hallengrößen. Oh, sowas. Nee, also ich meine, wenn es nach mir ginge, gerne alle kommt mit, ne? Aber die Leute kosten halt eben halt auch alle Geld und nicht nur, dass die halt eben Geld wollen, der Transport, Hotel, was eben alles dazugehört. Und ich habe mir ja vorgenommen, auf die Set im Nightliner zu fahren, ne? Um Kosten zu sparen. Das ist auch wieder auf Wandern. Ja, also ihr könnt mich jetzt jeden Abend im Nightliner belästigen. Obergeil, ne? Ich fahre nicht in einer fetten Limousine irgendwie davon, und, sondern ja, klopft an mein Fenster. Alles klar. Was war die Frage denn schon wieder? Ob du Bläser mitnehmen möchtest. Also würde es schon gern. Liegt natürlich jetzt ein dummer Witz auf den Lippen, ne? Aber den lasse ich jetzt mal. Bitte, wie kam das hier? Nee, ich denke mir den und grinse vor mich hin. Also ich würde unheimlich gerne, ich denke mal, das wird sich nicht realisieren lassen. Das wird von den Kosten einfach nicht möglich sein, denke ich mir. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht so auf den großen Shows, Frankfurt, Dortmund natürlich, da schon auch ein bisschen Ballung machen. Ne? Mhm. Und wenn wir das schaffen, was Proben und so weiter betrifft und das sich irgendwie gut integrieren lässt, ohne dass wir irgendwie jetzt eine Woche irgendwie auf der Bühne müssen dafür, dann ja, super gerne. Also wäre jetzt für mich auch noch eine Überraschung. Ne? Okay. Aber wir arbeiten an Überraschungen. Wir sind ja dazu da, Wünsche zu erfüllen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Im Zeitalter von den sozialen Netzwerken werden ja die eigentlichen Foren gar nicht mehr so sehr genutzt. Mhm. Auch deins, da wird es ja auch schon ruhiger, kann man sagen. Sehr zu bedauern meiner Forumsmoderatoren. Wird da vielleicht in absehbarer Zeit, wirst du vielleicht selbst noch ein bisschen aktiver oder sagst du, das liegt in Hand der Moderatoren, der Fans? Wenn die eine gute Idee haben, supportest du sie gerne oder? Ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich was, ne? Hat mich das anfänglich noch total gereizt irgendwie. Und ich auch ehrlich, beziehungsweise es wird an 2 Dingen scheitern. Zum einen meiner Zeit, ja, die ich gerne auch mal zukünftig ja, irgendwie anders verbringen möchte, als ich es in der Vergangenheit irgendwie getan habe. Und ich mir deshalb auch einfach sage, pass auf, also bei allem Wollen auch, und ich finde es eine total spannende Geschichte, natürlich auch Internetforen, Blogs und so weiter, und würde mich da gerne auch mehr dran beteiligen, beziehungsweise es wäre ein nämlich interessanter Austausch auch, den man da stattfinden lassen könnte. Allerdings scheitert es einfach an meiner Zeit und ich bin auch nicht mehr bereit, da länger irgendwie meine freien Stunden vom Rechner zu verbringen. Irgendwie, es geht mir mittlerweile ehrlich gesagt eher auf den Sack. Ne? Und ich war jetzt schon so, dass ich jetzt auch mal schon wieder mal mehrere Wochen so internetfreie Zeit geschworen habe, und es tut mir auch ehrlich gesagt ganz gut, weil sonst sitze ich tatsächlich da, lese diese zum Teil bescheuerten Einträge. Es gibt ja wahnsinnig viele gute Leute auch da im Netz, das muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings schaffen es halt dann doch immer so die negativen Einträge ein, dann irgendwie so, weißt du,
antworte ich jetzt darauf oder nicht, ne? Da muss man sich schon schwer auf die Lippen beißen. Das heißt, ich habe mir eigentlich vorgenommen, die zu überlesen. Tut es auch zum größten Teil, aber es gelingt mir halt nicht immer, wie sie jemals, wie das Statement auch von P und mir auf den Onkelseiten. Und das ist ja auch wirklich nicht nutzt, das haben wir ja auch gesehen. Irgendwie ist die Leute gar nicht verstehen, was man denen eigentlich verklickern will. Also dementsprechend rede ich jetzt zwar wieder auch einen langen Text, aber es ist so, dass ich eigentlich ja nicht möchte, also nicht noch mehr Zeit investieren möchte, sondern ich denke, ich sollte viel mehr meine Musik irgendwie sprechen lassen und meine Texte und alles andere tut eigentlich nichts zur Sache. Und was andere Leute darüber denken, sollte mich auch nicht interessieren. Ne? Also nicht wirklich interessieren. Man kann sich darüber freuen, dass es manchen gefällt und denen es nicht gefällt, auch total okay. Aber ich muss mir ja nicht den Schmutz da irgendwie die ganze Zeit durchlesen. Dann erübrigt sich eigentlich schon die Frage, ob für dich ein Facebook-Account jemals in Frage kommen würde oder... Definitiv nein. Und schaust du ab und zu mal, es gibt ja die offizielle Stefan Weidner-Fanseite bei Facebook, schaust du da irgendwann mal rein? Also interessiert dich gar nicht. Nein. Was heißt, interessiert mich nicht? Es interessiert mich dahingehend, dass ich einfach weiß, dass das ein Medium für uns ist, unsere Sachen zu transportieren. Und deshalb bin ich auch schon der Meinung, da sollen sich Leute drum kümmern, die sich damit auskennen, die auch Bock drauf haben. Ich persönlich, ich glaube, das ist so wahrscheinlich auch generationsbedingt, ich bin jetzt kein Facebook-Fan und ich bin vor allen Dingen kein Fan davon, auch von diesen ganzen Facebook-Typen, die das Ding gegründet haben und dem Datenschutz, der da nicht vorhanden ist. Und wobei ich da natürlich auch immer so abwäge, weil ich sage, okay, wir leben halt einfach nur mal in einer etwas anderen Welt und die muss nicht unbedingt meine sein und das ist trotzdem okay, aber ich bin jetzt nicht an Facebook interessiert. Okay. Auch nicht an Twitter oder an den ganzen anderen Geschichten. Ich finde das für die Leute, die es nutzen, ist für mich ein interessanter Weg, meine Sachen zu transportieren, aber wie gesagt, für mich persönlich als Stefan Weidner nichts, woran ich Interesse habe.